So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist Onkel Nopsi. Und wir zocken Sunkenland. Ja, Freunde, was ist los? Was ist geschehen? Ich kann euch erzählen. Nö, wir haben, ganz einfach, wir haben ja gestern einen Angriff gehabt. Nicht Quatsch. Wir haben doch gestern den Loot abgeholt. Von unserer letzten Eroberungstour. Und heute nun. Ja. Heute werden wir mal versuchen, ein bisschen zu bauen. Ich habe gerade eben mitgekriegt, wir kriegen Angriff. 20 Leute wollen sich hier über uns hermachen. Das finde ich absolut nicht schick. Aber auch nicht zu ändern, wa? So. 20 Mann ist eine ganze Masse Zeug. Ich wollte noch Gewehre bauen mit euch. Ach, was heißt Gewehre? Waffen überhaupt. Hey, hört euch das mal an. Das ist ein Übelst hier, wa? Wow, 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 wow. Halleluja. Na, ich schätze, heute geht der Fischteich drauf. Habe ich Granatensteig in der Tasche? Nö, ich habe keine Granaten da. Was war das? Hier passieren gerade Sachen, die ich gar nicht so möchte. Ja, die sind schon an der Tür. Die knallen hier oben drin? Nee. Freunde. Sind die dann kaputt? Das sind nur noch 20 Mann. Oi, 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 oi. Nochmal kurz zur Orientierung. Ich spiele Angriffe einfach, ja? Keinen erwischt diesmal. Doch, okay. So, nun ist aber auch gleich Schluss hiermit. Jetzt muss ich schießen. Und ziehen die Mollys aus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schwer mit den Jungs zu kämpfen haben. Ehrlich.
sind da so extrem im Wasser, nicht, dass die sich an meine Algenfarm ranmachen. Diese Spritzer. Da ist noch einer im Wasser, ich kann ihn hier sehen. Noch dreier. Und die ist halt relativ ruhig geworden hier. Okay. Ja, Molly. Scheiße. Verballer ich meinen letzten Molly. Bin ich doof. Ja, Donnerwetter, kann ich da nur sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also ich sehe nicht, dass die Stachel fallen, was die gebracht hätten. 18, 19, immer noch. Ein Sechscher, ne? Wir haben es mit 20 Angreifern zu tun gehabt. Ja. Und weil wir gerade so schön dabei sind und ich mein Boot hier sehe, wir haben doch beim letzten Mal das Boot irgendwo auf so eine Klippe gefahren. Da sind wir stecken geblieben. Und daraufhin schrieb Elke mir, sagt sie, sei mal schön vorsichtig mit dem Boot. Sie hat sich das genau in so einer Aktion mal kaputt gemacht. Also wir müssen unbedingt mal kickern nachher. Nicht, dass unser Boot auch schon so stark beschädigt ist. Gut, also ein Sack fehlt mir. Keine Ahnung, wo der sein soll. Was haben wir gekriegt? Oh, kick an, Taschen sind gleich voll, ja. Granate packen wir mal gleich hier rauf. Ja, unsere ganzen Mollys haben wir vermollt. Oh, 3333 fortschrittende Teile hat er mitgebracht. Mega, mega. Echt gut. Ich gehe nochmal vorsichtshalber reparieren. Ich bin mir nicht sicher. Alle gut. Ja, also Angriff abgewehrt, aber doch sehr teuer gewesen, finde ich, ja. So. Und alle drüber und lass arbeiten. Junge, Junge, Junge. Ja, jetzt haben wir natürlich hier nichts weiter. Keine Mollys mehr. Schade, schade. Das brauchen wir wieder alles. Pistolenmunition. Packen wir hier mit zu. Ich muss mal kurz nach meiner Waffenbank gucken, weil altes Repetiergewehr, was braucht denn der hier?
Ich muss mal gucken nach dem Magazin. Aber der hat ja kein Magazin, wa? Nee. Okay. Und das Jagdgewehr, na, das macht bloß 70 Schaden. 70 Schaden, das ist jetzt nicht so gut, wa? Nee, da bleibe ich beim alten Repetiergewehr. Kick mal, das macht 160. Das machen wir uns jetzt. So. Wir machen uns das. Und die Doppelschrotflinte machen wir auch. 40 Schaden und das 8 Mal. So wurde mir das erklärt. Kann aber nicht sein. 40 mal 8. Denn hier passen ja bloß 2 Schuss drin. 40 mal 8. Was ist denn hier mit der? Hier passen 8 drin. Ja, das würde mir natürlich schon besser gefallen hier. Das würde mir besser gefallen. Okay, was müssen wir tun? Das können wir tun. Und das können wir nicht tun. Cheater. Empfänger für Pump Action. Pump Action. Ich fahr mal ganz kurz zum Händler. Warte mal, nee, das alte Repetiergewehr machen wir erst fertig. Nee, machen wir auch hinterher. Ich fahr schnell rüber und kicke, ob der was für die Pump Action hat. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Hops. Alle klar, Freunde. Bis gleich. Ja, gut. Also, der Händler hat nichts. Müssen wir nochmal vorbeikicken. Dann mache ich jetzt aber trotz alledem das Repetiergewehr. Ist hier schon was fertig? Ja. Dann machen wir schon mal das Repetiergewehr jetzt. Was ist denn hier eigentlich noch drin? Ach so, ja. Alles klar. Den zweiten Wassertank. Wir werden bestimmt bald tauchen. Und packen wir das hier schon mal rüber. So, okay. Ja, nee, wir gehen hoch und machen das Repetiergewehr. Tja, mein Gott. Immer noch besser als alle dran, was wir bis jetzt haben. Nee, können wir das nehmen. Und hier, ja, hier müssen wir leider das nehmen. Und hier nehmen wir das, ja. Könnten wir hier noch gucken, ob wir was besitzen. Dann mal rein damit. Alles klar, bau zusammen. Eieieiei. Ich meine, wenn die doppelläufige Schrotflinte 40 mal 8, also 320 bringt, naja, dann ist das doch eine Überlegung wert. Und das nehmen wir mal raus, das Gewehr packen wir hier rein. Ja, jetzt wird das hier schon schlecht, müssen wir uns langsam überlegen, was wir machen, weil die Pistole... So, die würde ich dann, die hat 100. Ja, 100 ist schon über da. Wenn die andere 320 hat, pass auf, ich mach mal die andere Schrotflinte hoch. Zack, zack, installieren, zack, zack, installieren, zack. Brauche ich dann, nee, das ist eine Nahkampfwaffe, brauche ich nicht. Installieren. Oder, halt, warte. Ich nehme mal meine auseinander.
Halt, Schreddi, 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 Schredder. Ich nehme mal meine auseinander. Vielleicht kriegen wir irgendwelche Komponenten. Und die Schleichpistole kann nicht zersetzt werden. Okay. Na gut. War eine Idee. Ist nicht so. Okay. So, dann bleiben wir bei der Doppelläufchen hier. Zack. Installieren. Installieren. Hier wollte ich das einfache Installieren zusammenbauen. Na, bin ich gespannt. Jetzt haben wir ganz neue Mumpeln. Da würde ich dann natürlich liebend gerne mit euch morgen den nächsten Spot in Angriff nehmen. Wir brauchen unbedingt Kupfer. Das denke ich mal so, ja? So. Kicke mal, jetzt hier auf der 5 haben wir sie. 40 mal 8. Na, ich bin gespannt. 40 mal 8, was das bedeutet. So, nun lasst uns mal runtergehen, gucken nach Patronen. Was wir noch, haben wir noch Sprit drinne? Na, nicht viel, wa? Wir brauchen Sprit hier oben. Und Treibstoff hinzufügen. Naja, Fülle war nicht. So, was wollte ich tun? Warte mal, hier drüben ist noch was drin. Verbleibende können nicht. Zeig her. Das ist ja nicht drin. Hm. So, ist ja hier. Waffen, Munition. Also. Pistolette haben wir voll. Dann haben wir jetzt hier eine Schrotflinte und Schwarzpulver. Warte mal. Schwarzpulver ist ja jetzt nicht am Start. Das nehme ich hier mal mit rüber. Das können wir hier stacken. Die Steinschlosspistole können wir rausnehmen, weil die gehört ja zu dem Schwarzpulver. Und wir brauchen stattdessen Schrot. Okay. Und hierfür Scharfschützenmunition. Okay. Also früher ging's nicht. Ich probiere mal das jetzt hier. Nee, immer noch nicht. Okay. Ja, war ja bloß ein Versuch. Ich würde ganz gerne ein paar Mollys haben wollen. Ah, die muss ich wieder ganz oft. Auf wenn ich hier drüben machen. Warte mal, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Happy Happy. Sprit machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei bräuchte ich noch. Ach je. Na gut, nimm die Beeren hier. Nee, er hat bloß ihn genommen. Oh gut, hat er mit 99 gemacht. Okay. So, Holz war alle Drotscher. Waffenbank, Munitionswerkstatt. Was braucht er? Was brauchen wir? Schrot, wa? Schrot wäre ganz gut. Ach, hier wollte ich auch irgendwas machen. Wofür? Der Elektrolytofen. Jetzt habe ich's doch wieder. Freunde, wir wollen den Elektrolytofen bauen. Ah. Bin immer so zerstreut. Weil mir immer so viele Sachen im Kopf rumgehen. Mach dies, mach das, mach jenes. Stahlofen. Nein, den Elektrolytofen müssen wir erst noch erforschen. Ach, und die Schwarzpulverwerkstatt, die wollte ich noch machen. Ach, was denn noch alles? Also, lass uns mal schnell kicken nach den Elektrolytofen. Was möchte er denn? Ah. Elektrolyt. Zum Erforschen. Ach, du Scheiße. Eins. Okay.
Stahlplatte, Gummi, na, das kriegen wir hin. Stahlplatte, Gummi, das haben wir alles am Start. Gummi. 2, 3. Latinchen. Eine. Und. Nein, so ein Zahnrad, so ein fettes Zahnrad will der. Hier, haben wir doch. Ist ja gut. Okay. Eine Stahlplatte. Stahlplatte haben wir. Okay, müssen wir jetzt eben mal runter. Wir stehen zu weit von der Bank weg. Aber hat ja bald ein Ende. Wir haben gleich alle davor, dann brauchen wir die nicht mehr und alles ist gut. Sonst hätte ich schon gesagt, wir nehmen so hoch, aber. Okay, so. Nur mal kicken, ob wir jetzt hinkommen. Bauen. Der elektrolytische Elektrolytofen. Hier. Para, para. Da haben wir es. So eine Kacke müssen wir bauen. Ein Kompressor und das Ding hier. Ja, das sind natürliche Schichten. So, der Kompressor und was hatten wir gesagt? Das hier war Fire Control. Ei, ei, ei. Fire Control, das würde vielleicht gehen. 6 Platinchen. Aber das andere Ding. 6 Platinchen. 1, 2, 3, 4. 6 Platinchen. Okay, damit ist das geschnitzt. Kann ich das gleich machen? Ja. Und dann brauchen wir 3 von denen hier. Und wir haben nur 2 von denen hier. Das ist tragisch. Aber nicht zu ändern, Jungs. Nicht zu ändern. Ach, nee. Das schmerzt. Ja, wo hole ich's her? Ich kann es ja nur von drüben holen. Aber gut, ich war jetzt hier eigentlich auch noch bei Munition machen, wa? Ich wollte irgendwas an Munition herstellen. Schrot. Da brauche ich 2-mal Rauch. Warte mal. Wie viel macht der? 50. Na, das ist gut. Das ist gut. Also, das ist nicht mehr ganz so teuer, wa? Habe ich das Gefühl. So. 1-mal, 2-mal rauchlose Pulver, wunderbar. 20-mal Metal habe ich hier hinter mir. Und 4 Komponente, die sollten auch noch da sein. 1, 2, 3, 4. Und go. Gut. Naja, haben wir wenigstens etwas geschafft. Was haben wir noch gemacht? Warte mal, ich habe dir irgendwas noch hergestellt, wa? Ach ja, hier hinter mir an der Bank war das. So, das waren jetzt 50? Naja, guck mal. Ach, der steckt die bloß so 50. Ich werd ja irre. Mann, haben sie die Stacks verkleinert, wa? So. Jetzt haben wir das Teil schon. Jetzt fehlt nur noch das und dazu fehlen uns die anderen, ja, die Zahnräder da. Und ich habe keine, wa? Ich habe nur 2 kleine. Und ich... Moderne Teile. Ach, ein modernes Teil brauche ich. Warte mal. Ein modernes Teil war doch aber herzustellen im Seil. Ein modernes Teil. Eins, zwei. Hergestellt.
So, warte mal. Jetzt habe ich ein modernes Teil. Und wo sind die anderen jetzt? Drinne, ja. So. Drei moderne Teile. Na, siehste. 15 mal Metal. Zack, zack. Und dann wollen wir noch ein bisschen Gummi haben. Ist die dritte Tonne. Zack, zack. Dann machen wir dieses. Och. Och, ist das toll. Einmal Stahl. 15 Eisen. Zack. Damit ist das Stahl auch am Ende. So. Der ist voll. Hier fehlt was. Dann würde ich sagen, hau ich den hier weg. Wäre das gut? Denke jetzt. Oder nehme ich den Ofen mit nach oben? Ich könnte natürlich den Stahlofen jetzt auch mit nach oben nehmen. Den Elektrolytofen. Und hier weitermachen. Machen wir, wa? Pass auf, ich stell den hier mit dran. Das wird ja mega. So. Ich habe einen Elektrolytofen. Ach, ist der schön klein. Ich krieg ja überall hin. Ich könnte natürlich auch hier drüben mit dran stellen. Was ist denn hier? Hier kommt eigentlich nichts weiter hin. Ich wüsste jetzt nicht, was. Wir haben ja nicht mehr so viel. Wir haben ja nicht so viel. Wie heißen sie? Maschinen, die wir bräuchten. Denke ich mal. Also ich könnte den auch theoretisch hier hinstellen. Aber den Platz wollte ich eigentlich lassen für größere Maschinen. Ich lasse die mal hier. Hallo Elektrolytofen. Herzlich willkommen. Ist das schau. So. Ich finde das sehr, sehr schön. Als Stolperfalle hier? Ach, tut dir nichts, wa? Ach, lauf ich gern 2 Sekunden rüber. Ich muss weiter nach hinten. Der elektrolytische Elektrolytofen ist an, Freunde. Wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt kann gebrutzelt werden hier. Cool. Ja, sehr schön. Hatte ich Sprit mitgenommen? Nee, der ist nach unten. Ja, Freunde. Okay. Mit dieser Errungenschaft würde ich euch jetzt entlassen wollen. Ich kümmere mich noch um ein paar Rohstoffe vielleicht. Mal kicken. Ich muss noch mal zum Händler nachher rüber. Und dann müssen wir auch sehen, was hier mit unserer mit dem Nachspawn ist. Ich meine, gut, die Krakenbucht sieht aus wie null jetzt. Also da könnte man schon durchaus mal wieder vorbeischauen. Sturm hier weiter Außenposten. Na gut, da. Das halte ich nicht für so sinnig. Die schwimmende Zuflucht. Schwimmende Zuflucht, da staune ich. 8%, ja. Aber ich hatte auch den Respawn nachgestellt. Ja, ich bin, weil hier nichts gekommen ist, bin ich auch runtergegangen auf 2 Tage, so wie Steini das auch eingestellt hat bei sich. In der Hoffnung, dass das ein bisschen vorwärts geht. Okay, also wir sehen, hier ist eine Masse zu holen. Wir werden das Roughside Camp auf jeden Fall aufsuchen. Vielleicht haben wir da den Kupfer wieder da. Müsste eigentlich. Aber wir werden sehen. Alles klar, Freunde. So soll's sein. In diesem Sinne, bis morgen. Sagt tschö mit Ö. Euer Onkel Nupsi.